Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider oder Tomb Raider, wie ihr das nennen wollt. Ja, heute machen wir ja weiter. Wir haben jetzt mal die Großmutter rausgefunden, dass die wohl ein Antitoxin entwickelt hat gegen diese giftigen Blumen, damit man nicht blöd wird. Und ich vermute mal immer noch, dass die Großmutter die Tante ist, die praktisch die Hexe da sein soll. Der Hexe, der wir beim letzten Mal begegnet sind, in ihrem komischen Hauslauf-Ding. Okay, jetzt sind wir hier wieder am Ziel. Wo soll man denn hin? Wir sollen ja irgendwo hinreisen. Wenn wir einen Zweifel zwischen Gott, Losental und das wird dann da hin und her. Okay. Dann suchen wir mal die wo ist denn das? Holzfällerlager, Bahnhof, Anlagenausblick. Wo ist denn das Ding? Ein Turm. Von der Klamm? Bullock? Sag nicht, das ist da unten her. Anlagenausblick. Mich doch verarschen hier. Jetzt mal dahin. Ich hoffe, ich bin jetzt bei der richtigen gelandet. Die hat mir gesagt, ich soll da hinkommen. Ob das jetzt da ist, dass ich hin muss, das ist halt die nächste Frage. Okay, Nadja, ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es ist nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden könnten. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay. Dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Okay. Da gehen wir jetzt die Vorräte sammeln. Ah, hier, guck mal, das, was da lila ist. Wahnsinn. Fett, fett. Jump, jump. Oh, scheiße. Sorry, Leute. Das war gewollt. Natürlich war das gewollt. Aber ich will zeigen, wie ihr es nicht machen sollt. Aha. So, wo muss man hin? Da, alles was da lila ist, müssen wir da sammeln. Guck mal, da sitzt einer. Der chillt da eine Runde. Ah, guck mal, ein Baum. Oh, den ganzen Baum ist da einfach so flop, flop, flop. Schon überall. Hm. Jetzt am sonst dahin gerannt bin, Nadja, ne? Ich sag's dir. Ein Arsch hier, was du von mir willst. Ja, auch gleich das Zeug nehmen. Da ist was. Guck mal, da ist was. Da, lala. Also den einheimischen Führern, die man außerhalb des Tals erwischt hat. Das heißt, sie wären von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin. Aber sie haben sie vor der Lawine in den Bergen zurückgelassen.
Das klingt ganz nach Konstantins Phantom. Wer immer sie erwischt, wird ein reicher Mann. Ist gerade im Tal angekommen, Prinz. Ja, mit der letzten Frachtmaschine. Es kommen noch mehr, heißt es. Jede Menge Infanterie. Was immer die geplant haben, ich glaube, das wird ein Riesending. Da oben, oder was? Was haben die hier aus den Minen geholt? Wir werden angegriffen! Nein, kommst du auf sowas? Wir aus. Hab sie, da ist sie! Oh, Scheiße. Komm, zeig dich. Es ist vorbei. Ja, drin nochmal, wer hat noch nicht? Scheiße. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich den ganzen scheiß Weg dann langlaufen. Was ist das Ding? Ich dachte, du gehst kaputt. Was ist denn das? Drücken zum Aufheben nehmen. So, und was mache ich damit? Wasser werfen. Sag nicht, das ist so ein Ding, das macht einfach nur rotes Licht. Mhm. Das macht nur rotes Licht. Du willst mich doch verarschen hier. Oh, okay. Ja, wir müssen die Zutaten suchen. Ja, mir geht's mal gerade ein bisschen gegen den Strich. Weil die mich da hingeschickt hat. Ich weiß nicht mal warum. Die Zutaten sind ja ganz woanders da. Ja, irgendwo da. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt die Zutaten hier drin irgendwo finden. Ich glaube, sonst kriegen wir Ratte. Hallo Ratte. Ratatouille. Es suspekte irgendwie. Ja. Ja, kein Dietrich, ne? Ah, Mist. Hätte ich haben sollen eigentlich. Also jetzt bin ich halt fast den ganzen Weg entlang gelaufen hier und alles entlang gemacht und immer noch nicht den Weg gefunden, aber egal. Warum auch immer wir den Weg brauchen, warum porte ich mich eigentlich nicht mehr? Weil die Tante mir sagt, ist nur am Anfang wieder anfangen. Nee. Oh, hast du mich jetzt erschreckt hast. White Rabbit. Malerhase im Schnee, ist klar. So, jetzt gucken wir mal von hier oben. Wo sehen wir denn die Dinger? Da links ist einer, da 2, 3, 4, 5. Da sind Rehe. Haben sie es geschafft? Sie haben ihn zerstört. Was ist denn der da? Ach, das war doch der am Anfang.
Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn sie mit uns kämpfen, können sie das hier benutzen. Leck mich doch. Jetzt kriege ich einen Dietrich. Bleibt jetzt immer so oder muss ich jetzt erstmal einen neuen bauen? Leck mich am Arsch. Ja, ehrlich. Nö, komm. Ambi, bleib stehen. Oh, noch einer. Da lag er doch. In die Kackhöhlen hier rein, wo ich vorher schon 50 Millionen Mal war, ne? In die, da drüben. Okay, kommen wir da rüber? Jo. Einmal den Baumstamm, da kommen wir rüber. Nein, das war sehr professionell. Sehr super. Eishöhle. Kriegen wir hier den Rabbel hier, wenn wir es eigentlich. Au, und hier noch kaputt machen und hier und. War da auch noch was? Nee, was anderes, okay. Hier kaputt machen und dann geht's hier rein. Auf jeden Fall haben wir hier Gold und das brauchen wir auch, weil, ne? Und mit Gold können wir irgendwie spezielle Waffen kaufen und so bei dem einen Händler. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Okay, eine. Zeig mir, ich muss 5 Folien durchgehen. 5 Folien durchgehen, dann kriege ich einen Rabbel, ey. Geh trotzdem rein. Okay. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden? Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Damien, der Baumeister des Propheten. Normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Mosaik? Was damit? Okay, muss ich dich nicht gucken, aber ich wollte jetzt die zwei beim Quatsch nicht unterbrechen. Ne? Okay, ich will da rein. Nur wie? Hauptsache die Haare schön. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Du bist der Architekt. Oder was? Boah, noch eine Pflanze. Vielleicht finden wir hier drin schon alle 5. Wir wollen nicht so lange suchen. Giftigen Blumen. Okay, noch 2.
dabei. Sieht ja ein bisschen zu einfach aus, finde ich. Das ist der Kelch eines Zimmermanns, also Jesus. Jetzt geht doch da runter. Ich sammle immer erstmal außenrum alles, bevor ich die Hauptsache mache, weil man weiß ja nie, was passiert. Ein antiker Bogen, das hört sich natürlich sehr cool. So, jetzt möchte ich die Kacke wieder raus, ne? Schade, kann man nicht nochmal looten. Oh Mist. Habe ich gehofft natürlich, dass man es nochmal looten kann, damit ich die Kacke ja gleich fertig habe. Aber nö. Gehen wir doch schnell in die nächste Höhle, Leute. Kann ich mich eigentlich so hinporten? Warte mal. Nee, so kann ich mich nicht hinporten. Schade. Das wäre jetzt cool gekommen. Also mal kurz hinporten, fertig. Ja, da ist schon wieder kalt. 35 Grad im Schatten und die friert. Na ja, sie kann die Füße. So, guck mal, da waren wir noch gerade. Drüben. Ja, noch Höhlen. Ah ja, ein paar Höhlen eigentlich. Dann gehen wir jetzt halt noch die Höhlen durchsuchen, die da irgendwo, eben nirgendwo im letzten Haben Sie Zeit. Die Höhle geräumt? Ist ja. Du sicher? Nein, noch nicht. Mach ich noch. Welche Höhle denn? Da sind so wenige. Ah, jetzt gehen wir zu der Höhle. Da leuchtet doch was. Die macht sich lustig über mich. War das die blöde Kuh vom letzten Mal? Da drüben. Ah, habe ich schon voll. Okay, hier ist die Höhle bestimmt. Wo ist die Höhle gegangen? Ah, hier. Aha, hallo. Oh. Ah, wumms. Rein mit dir. Ja, guck mal. Herausforderung abgeschlossen. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Coole. Ja, Herausforderung. So. Oh, ich hab die Kacke. Diese Chemikalie aus Großmutters Notizen. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist. Aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Okay, das ist dann die hier. Okay. Irgend so ein Giftbraun und das dann runterschlucken, ey. Verdammte Kacke. Aber ist da irgendwie ein... Ah, dann gehen wir dahin und machen das schnell. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Oh, wir was lesen. Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen.
Blutskidiskut versprechen wollte. Ja, egal, beim nächsten Mal. Da ist was. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Die CCCP. Die CCCP. Oh, komm. Jetzt kann ich Stufe 2. Leck mich doch. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Ich so alles jetzt entdecke hier, ne? Wahnsinn. Ich weiß nicht, wann ich wieder Pfeile brauche, deswegen sammle ich den ganzen Kiste. Lara, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Wenn was zu essen dabei ist, einen schönen Kaffee, dann komme ich natürlich vorbei. Kein Problem. Was haben wir hier? Guten Tag, hier ein paar Blümchen. Bin voll. Oh ja, was Schönes. Noch eine Skulptur. Aber diese sieht aus wie ein Spiel. Versuchen, ja, will ich doch. Noch Buchstaben. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Nee. Da. Da oben drin, oder was? Nö, wie komme ich da hin? Über einen Zaun. Über so einen Zaun hinbauen. Nee, ist kein Zaun. Bevor wir das Haus gehen, will ich erstmal hier unten gucken, was da los ist. Okay, dann gehen wir ins Haus. Wir gehen ins Haus. Okay, hier ist noch letzten Angriff. Oh, da oben muss das. Ach, jetzt ist es da. Oh. Optional habe ich was gefunden. Denn. Oh, hier, Schrank. Nix im Schrank. Ach, versch. Ey. Teil. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest dagegen vorbeischleichen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Wow, komm mal ein paar. Und der Rest? War's das schon?
zwei Typen. Noch 200. Na, reden wir nochmal. Da leidet ihr Verluste, ihr habt ja auch nichts drauf. So denn. Jawohl, haben sie schon gehabt. Bin hin. Da, guck mal, aktuelles Einsatzziel. Da muss ich der hintere. What? Rückkehr ins Gottestal, was machen wir danach? Machen wir noch ein paar von den Bauern kaputt. Gib mir Unterstützungsfeuer, jetzt! Da hast du. Ich habe ihm Unterstützungsfeuer gegeben, aber ich kann es nicht ändern. Ich bin definitiv unterstützt. Bereit zu testen, ob das Gegengift wirkt? Ehrlich gesagt kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich doch bin. Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Das glaubt er. Also ich glaub's nicht. Aber wenn ihr wissen wollt, was beim nächsten Mal passiert, dann schaltet einfach rein und schaut es euch an. Das würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.